Warum jetzt, warum hat der Te Sender News und Talks jetzt seinen Namen in News und Talks für reiche Journalisten, Politiker geändert? Ja, weil eigentlich das Ziel ja dieses Senders war, eine einflussreiche Person, einen Milliardär, einen einflussreichen Journalisten oder Politiker zu finden, der auch zu dem Kreis derer dann gehört, die die Next Scientists for Future verstehen können. Und dadurch zu bewirken, dass es zu einer Änderung kommt. Wir haben ja immerhin das erreicht, dass sich eine möglicherweise sehr einflussreiche und über sehr viele Möglichkeiten verfügende neue Partei gemeldet hat. Das ist ein erster Erfolg in dieser Richtung. Aber um diesen Erfolg vielleicht noch wahrscheinlicher zu machen, hat der Sender News und Talks, der ja sehr viele unserer Sendungen relativ regelmäßig veröffentlicht, sich gedacht, dass man den Namen ändern sollte, gezielt für die Zielgruppe. Das ist der Sender, der den reichen und den einflussreichen Journalisten, Politikern, und den einflussreichen Milliardären aufzeigt, wie für die gesamte Menschheit, für alle Beteiligten, egal ob reich oder arm, insgesamt ein viel glücklicheres, viel gesünderes, viel besseres und viel reicheres Leben erreichbar ist, denn die Next Scientists for Future.de streben ja mit ihren Reformen auch ein jährliches Wirtschaftswunder von 500 Milliarden an. Also ab jetzt sozusagen der neue Name News und Talks für reiche Journalisten, Politiker, damit einfach vielleicht doch häufiger jemand aus der eigentlichen Zielgruppe entsprechende Sendungen anklickt. Ja, tschüssi, bis bald. Das war's mit dieser Kurzausgabe beziehungsweise Eilmeldung des Senders, letztendlich News und Talks, für den wir diese kleine Info gedreht haben. Tschüssi, bis bald.